Ich bin Abt Rabanus aus der Abtei Schweichelberg. Ich bin Missionsbenediktiner und schon des Öfteren hier in Rabanal del Camino gewesen. Und ich bin der Pater Javier. Ich bin der Obere von das Haus, das wir hier in Rabanal haben. Ich bin Andrea Schätzle, komme aus Wien. Ich bin der Programmverantwortliche von Radio Maria in Österreich und freue mich heute mit meinen Kollegen gemeinsam hier bei Pater Javier zu Gast zu sein im Kloster Rabanal am Jakobsweg. Ich bin der Pater Vianney aus St. Ottilien, auch Missionsbenediktiner, und wir reisen die Mitbrüder. Wir haben uns also auf den Weg gemacht, auf den heiligen Weg des St. Jakobus, Santiago de Compostela, der große Ort, wo viele Pilger hinwallfahren, und haben jetzt Station und Rast gemacht in unserem Kloster Rabanal del Camino, wo viele Pilger sich vorbereiten auf die letzte Etappe ihres Weges, ihres Pilgerweges. Ich war schon einige Male in Rabanal, zweimal als Pilgerseelsorger für jeweils 2 Wochen. Das waren sehr intensive Erfahrungen mit den Menschen, die diesen Weg nach Santiago de Compostela gehen. Es gibt ganz verschiedene Motive, diesen Weg zu gehen. Beeindruckt haben mich vor allem die Menschen, die aus Dankbarkeit diesen Weg gegangen sind. Für mich ist das heute ein ganz besonderer Tag, nach fast 30 Jahren wieder hier zu sein am Ossebrero. 1989 zum Weltjugendtag sind wir mit einer kleinen Gruppe von Studenten, 12 Studenten aus Wien, auf dem Pilgerweg unterwegs gewesen, von den Pyrenäen weg. Und hier diese Etappe war ganz besonders, auf diesen berühmten Pass mit dem uralten mittelalterlichen Dorf hier oben. Und es war ein besonderes Ereignis. Von hier geht es eigentlich mehr oder weniger bergab nach Santiago de Compostela. Ich glaube, dass dieser Weg ganz interessant und spannend ist, dass dieser Weg manchmal auch schwer zu gehen ist. Und ich bin überzeugt, wer diesen Weg geht, der geht nicht nur eine lange Strecke, nicht nur viele Kilometer, der geht vor allem auch seinen Weg nach innen. Der wird sich auf eine ganz andere Weise kennenlernen, die ihm vielleicht bisher noch gar nicht ermöglicht worden ist oder die er sich noch nicht ermöglichen konnte. Im Mittelpunkt der legendären Jakobsmuschel steht die Rettung eines Menschen. An der Anlegestelle des Schiffes mit dem Leichnam des heiligen Jakobus soll ein Ritter mit seinem Pferd sich ausgeruht haben. Plötzlich riss das Pferd den Ritter ins offene Meer hinein und er verschwand. Als man ihn bergen konnte, war er von oben bis unten mit Muscheln bedeckt und der Ritter konnte schließlich gerettet werden. Die Legende um die Jakobsmuschel wurde geboren. Seit jeher wollen viele Pilger ihre Wallfahrt nicht in Santiago de Compostela beenden, sondern im 60 Kilometer westlich entfernten Kap von Fisterre, um dort aus dem Meer eine echte Jakobsmuschel zu fischen.